Ja, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. Wir haben uns beim letzten Mal so ein kleines bisschen in Kelid vorgekämpft. Ein Ort, den ich absolut nicht mag. Bisher zumindest, muss man ja dazu sagen. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich erstmal noch woanders hingehen möchte. Hier habe ich noch keine Karte. Ernsthaft? Das gibt's ja nicht. Und hier habe ich immer noch meine Karte nicht gefunden. Die muss doch irgendwo zu finden sein. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal hier aus der Höhle raus. Damit wir uns teleportieren können. Oh, Bärchen. Musst du jetzt genau hier rumstehen und nerven? Tschüss, böses Bärchen. So. Und dann habe ich jetzt allerdings echt vor, dass wir hier nochmal hingehen. Ich will endlich jetzt mal diese Karte finden. Das kann ja nicht so schwer sein. Leonia, hier fühle ich mich jetzt schon ein kleines bisschen wohler. So, es muss irgendwo da oben sein. Ich kann noch ein bisschen laufen, bis ich da bin. Oh Mann, das ist ein bisschen größer. Ich wollte gerade sagen, es dauert gerade aber ziemlich lange, bis deine Haltung gebrochen ist. Streifen weißes Fleisch. Ja, sehr schön. Diese Ruinen hatten wir schon erkundet. Das ist nichts mehr, was wir noch brauchen. Was war das hier nochmal für ein Turm? Wir diesen Turm da nicht schon... Das müsste der karianische Lehrsaal sein. Genau, genau. Gut, so langsam aber sicher begeben wir uns da rein. Okay, ihr seid mittlerweile auch nicht mehr sehr gefährlich. Vielleicht, wenn ich ein bisschen höher stehe. Sieht das da vorne so ein bisschen aus? Das da vorne sieht nach was aus. Nee, das ist eine Statue. Und keine Stelle, wo eine Karte normalerweise wäre. Was ist denn jetzt? Ah, diese Magieschlange, genau. Schnecken sollte ich sie, glaube ich, eher nennen. Hallo. Hallo. Oh. Over here. Hallo. Hallo. It's rather chilly here, isn't it? My mistress sent me off on an errand, but I was accosted by a ruffian, and now I'm in a bind. Could I ask you lend a hand, perhaps? That thug made off with a precious necklace.
I need someone to retrieve it. Only, he too is tarnished. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. Nee, das können wir machen. Thank you, dearly. What a blessing that we've met like this. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. Ein verlassenes Haus den Weg runter. Welchen Weg runter? Lass dir von einer Frau die Richtung angeben und sie sagt, da hinten lang. Das ist auch bei meiner Mutter so. Wenn ich sie frage, ja, wo ist es? Ja, da. Geniale Richtungsangabe. Waren wir da unten schon? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir hier noch nicht waren. Aber scheinbar waren wir ja echt noch nicht. Wow. Gespensterrufende Glocke. Okay, den muss ich mir echt mal anschauen. Das müsste bei Waffen dabei sein, oder? Da! Verbraucht FP. Läutet die Glocke und ruft umherstreifende Gespenster. Eine Glocke der Gespensteranbeter. Läutet die Glocke und verbraucht FP, um rastlose Gespenster zu beschwören. Die Glocke kann mehrmals in Folge geläutet werden. Gespenster sind in der Lage nach die Rachsüchtigen. Sind der Legende nach die rachsüchtigen Geister jener, die als Verfluchte starben. Die Tatsache, dass ich das hier jetzt tatsächlich noch nicht gefunden hatte, ist ein bisschen peinlich. Altopf. Ach, das ist das, was ihr immer verwendet. Diese blöde Glocke hier, ne? Okay, Moment. Erstmal dich weg. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Böses Ding. Boah. Lass mich doch mal in Ruhe rumlaufen, du Drecksteil. Hält mich einfach fest und ich kann nichts machen, um wegzukommen. Fick dich. Bei sowas werde ich böse. Bei sowas werde ich ganz schnell böse. Weil das ist Bullshit. Ihr Spastiker seid schuld. So, das hier war die Stelle, wo ich eine Karte gefunden habe, aber nicht die, die notwendig ist. Hier habe ich tatsächlich einen Ort der Gnade auch übersehen. Ugh. Buch des Schimmerstein-Steinmetzes. So.
So, jetzt will ich aber definitiv meine Runen zurück, weil das war gerade Bullshit. Du kannst dich auch noch teleportieren. Willst du mich... eigentlich ver... oh ja, genau. Hört doch jetzt mal auf mit dieser Scheiße. Und was war das denn jetzt? Zu blöd, um aufs Pferd steigen, oder was? Oh, fick dich, Spiel. Spiel, weißt du, für solchen Bullshit gehörst du in die Eier getreten. Und ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht scheiße an, aber das ist so. So ein Bullshit. Du sollst sie aufheben, du Geistes... Gott, ey. So, komm nur her. Als ob das noch in Reichweite war. Dieses Ding ist ja mal nur noch bescheuert. Ja, genau. Du springst wie weit vor? 50 Meter. Geh tot, geh tot, geh tot, du elendes Drecksding. So, und jetzt töten wir erstmal noch euch. Wichser, ey. Oh, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Das machst du doch gerade nur, um mich zu ärgern, Spiel. Loch voraus. Und wohin führt dieses Loch, hä? Näher das Seenland. Hier war ich auf jeden Fall schon. Was genau soll das bringen, mich jetzt nochmal dahin zu bringen? Fangen wir hier an. Ich will doch einfach nur diese beschissene Karte finden, damit ich das hier mal gehörig abschließen kann. Och, lasst mich in Ruhe. Ich kämpfe nicht mehr mit denen. Du kannst mich ruhig die Karte aufrufen lassen. Danke.
hier auch so nebelig. Irgendwo muss es hier doch eine Karte geben. Das ist nochmal so ein Ort der Gnade, den ich einfach übersehen habe. Das gibt's ja nicht. Das heißt, es gibt's schon. Aber es gefällt mir nicht, dass es das gibt. Wo ist diese Karte? Müsste doch eigentlich in der Lage sein, irgendwo zu finden, was eine Karte sein könnte. Ich meine, diese Grabsteine, wo die Karte immer in der Nähe sind, die sind jetzt nicht so übertrieben schwer zu identifizieren. Da laufen wir auf jeden Fall in die falsche Richtung. Große Blume, aber keine Karte. Nochmal eine große Blume. Muss doch irgendwo diese Karte geben. Wieder so einen Teleporter, den ich jetzt allerdings nicht nochmal verwenden werde. Wenn mich das wieder irgendwo hinbringen wird, wo ich nicht hin will. So, in der Torstadt der Akademie. Ich könnte mir eigentlich relativ gut vorstellen, dass die Karte, wenn sie irgendwo ist, in der Nähe des Eingangs dieses Bereiches sein sollte. Wie viele Orte der Gnade übersehe ich hier eigentlich? Das ist furchtbar. Und jetzt müssen auch noch Regen dazukommen. Jetzt sieht man noch weniger. Gehen wir mal weiter nach unten. Muss doch irgendwo eine Karte sein. Oh, hallo. Hallo, ihr Blödmänner. Tschüss. Daniel. Oh, Daniel. It's me, Dielos. Answer me, would you? Hello, friend.
Tell me if you know, would you? The whereabouts of the hidden house of those despicable fiends. The recusants who hunt their fellow tarnished. They laid hands upon my servant Lanya, and I refuse to let the insult stand. The tale of House Hoslow is told in blood. I, Dialos, swear to deliver the message. Oh. They laid hands upon my servant Lanya, and the tale of House Hoslow. I, Dialos. Okay. Okay. Ich meine, ich weiß jetzt nicht unbedingt, was das, ich kenne dich zu schlecht, als dass ich da jetzt irgendwelche Kommentare zu machen könnte. Da! Oh mein Gott, endlich! Neue Karte gefunden, Leonia, Norden. Oh, endlich. Wisst nicht, wie lange ich das tatsächlich schon gesucht habe. Oh. Okay, dann nehmen wir... Ich hab den hier schon mitgenommen und hab direkt nebendran die Karte verfehlt. Oh mein Gott, wie peinlich. Egal, wir haben sie endlich. Wir haben endlich die Karte von Leonia Nord. Gehen wir nochmal... Ja. Oben fehlt uns auch noch eine Karte... Gehen wir mal da ein. Gelmir. So. Im letzten Mal habe ich mich ja nicht unbedingt getraut, da weiterzugehen. Diesmal will ich da vielleicht zumindest schauen, was da alles ist. Sind ab und zu immer mal wieder am Dampf ablassen. Eine goldene Saat, sehr schön. Irgendwo kann ich hier noch was hören. Da hinten. Das war zwar jetzt nur für Leben zurückgewinnen, aber egal, dich nehme ich trotzdem mit. Da oben ist was. Und da unten sind Gegner. Was für Gegner sind denn das? Einfache Zombies. Es sind aber viele Zombies hier. Ich sehe da hinten ja nochmal welche. Gehen wir erstmal den Fluss entlang. Bevor ich jetzt da oben auf was auch immer das da für eine Burg oder ähnliches ist, hingehe. So, zwei weg.
Okay, sehr schön. Aber das kann da hinten ja nicht nur Zombies geben. Da muss noch mehr sein. Hier ist nichts. Hier haben wir so einen Vulkanstein. Ein Herbar. Okay. Sind jede Menge Nachrichten. Was sagt ihr denn? Erstens Tiefe. Todesvoraus. Tod ist da voraus. Echt jetzt? Ist da hinten nichts Interessantes oder ist das hier einfach nur diese komischen kleinen Dampfgeysire? Feurische Trockenleber. Nee, feuersichere. Ach. Ich meine, wäre es gut, wenn man lesen könnte. Eine Sechserrune. Sage ich nicht nein? Irgendwas da oben nimmt gerade permanent Schaden. Aber das ist mir egal. Denn ich nehme jetzt erstmal das hier mit. Dann geben wir einmal was aus. Noch mehr Leben. Ich habe, finde ich, echt noch ein bisschen zu wenig Leben. Ist nicht lang, okay. Hallo, Feuerpanzer. Kommst du ein bisschen näher? Boah, hey, 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 hey. Böses Ding. Willst du mich eigentlich gerade verarschen? Ich nehme, wenn ich reite, Schaden einfach nur, wenn ich in der Nähe von seinen blöden Zacken vorne bin. Echt jetzt? Oh, lass mich doch... Lass mich doch vernünftig rennen, du blöder Stein in der Umgebung. Zack. Oh, hättest du den jetzt nicht backstabben können, dann wäre er jetzt schon tot. Ah, blöde Steine hier im Weg. Und jetzt wieder Framerate-Einbrüche, das ist nicht schön. So. Was haben wir denn hier? Eine Kommune von Feuermönchen. Es sind aber ganz schön viele von denen.
Machen wir als erstes mal dich hier kaputt. Wow! Oh! Okay. So, du bist jetzt zumindest mal weg. Das sind zwei. Das ist nicht gut. Geh nicht unbedingt durchs Feuer durch, sondern am Feuer vorbei, okay? Okay, ihr könnt euch gegenseitig mit Feuer auch beschädigen. Oh. Und da verschwindet das Pferdchen einfach mal wieder, ohne eine vernünftige Erklärung bieten zu können. Warum zum Henker komme ich jetzt schon wieder nicht rechtzeitig an dich ran? Oh, leck mich doch am Arsch. Warum nimmst du so viel Schaden gegen ein Ra... Oh, du bist doch nutzlos, Sturmwind. Ganz im Ernst. Natürlich musst du jetzt noch dazukommen, du blöde Kuh. Warum hat das jetzt... Einer von denen hätte noch zählen müssen. So, hab dich. Na also... Jetzt habe ich hier zumindest ein bisschen meine Ruhe. Wow! Was genau habt ihr jetzt da gemacht? Oh, hörst du auf? Oh, nein, 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 nein! Ihr seid Arschlöcher. Ihr seid Arschlöcher. Nicht machen. Nicht machen. So. War jetzt noch jemand? Nein, war nicht. Na gut. Also, hier haben wir jede Menge Grabsteine. Das ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass da Items sind oder dass da Untote kommen. Normalerweise eine Mischung aus beidem.
Euch mache ich jetzt einfach mal alle kaputt. Ich habe so das Gefühl, ihr hättet mich ohnehin früher oder später angegriffen. Tschüss. Oh, komm schon. Lauf da doch drüber. So, jetzt habe ich hier zumindest mal meine Ruhe. Da lag was. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Steinschwertschlüssel, okay. Es war es wert, dahin zu gehen. Aber es sieht nicht so aus, als wäre hier tatsächlich noch eine Karte oder irgendetwas für dieses Gebiet. Schade. Schade, schade, schade. Also gut, hier haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen Freiraum. Diese ganzen Panzer weggemacht haben. Oh, da liegt noch was. Das hatte ich jetzt fast übersehen. Ein schwellender Schmetterling. Hey, besser als nichts. Hier wird gekämpft. Mist. Heilen bitte. So, eins weniger. So, noch mal einer weniger. Eben. Nochmal einer weniger. So, dann das hier mal verwenden. Könnten unsere Magie ja nochmal gebrauchen. Irgendwie funktionieren diese Vulkansteine ja so ein kleines bisschen wie die Feuerbomben, die wir aus den anderen Spielen kennen. Oder die Molotow-Cocktails für diejenigen, die Bloodborne gespielt haben. Oder zumindest entnehme ich das ihrer Beschreibung. Sakramentknospen. Okay. Ich meine, nett. Da oben ist Lava. Ein Magma-Lindwurm. Okay.
aber ganz schön... Wow! Wie kann es sein, dass der jetzt stärker ist, als wenn er ein tatsächlicher Boss ist? Gott, der hält ganz schön viel aus. Wow. Hey, 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 hey. Hört auf. Hörst du auf? Hörst du? Ah, jetzt hat er mich da in eine Ecke rein manövriert. Spring! Hoch scheinst du nicht zu kommen. Ich will mich vielleicht nicht jetzt unbedingt mit dem anlegen. Jetzt habe ich gerade so eine schöne Möglichkeit, da unten zu erkunden. Komm schon, zieh dich wieder zurück. Okay. Ihr bewacht hier noch irgendwas, das bin ich mir fast sicher. Oh, klar. Du bist schneller dein Ding runterhauen, als ich es bin, mit meinem beschissenen Schwert einen einfachen Schwung auszuführen. Bolzen. Ihr habt hier echt ein paar Bolzen bewacht. Und sonst ist hier gerade echt nichts mehr? Was kann ich mir erkommen? Da ist noch was. Und es ist ein Pilz. Das war es ja jetzt nicht unbedingt wert. Liegt hier vorne sonst wirklich nichts mehr? Und jetzt sind... Respawn die? Die respawnen. Okay, krass, gut zu wissen. Da kommen neue nach, wenn man alle getötet hat. Vision hier von alter Mann. Festung Lyet. Hätte ich nur dies. Heilung. Okay. Major Fettsackkopf. Okay, kann dein Kopf auch mal wieder aufhören mit dieser Scheiße? What? Er dreht sich einfach dreimal. Okay. Ich fühle mich leicht verbullshittet mal wieder. Ach. Thank you.
gibt's doch nicht. Major General Fettsack. Oh. Das war knapp. Oh, aber das hält tatsächlich nicht ewig. Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, ich mache einen Backstep, aber scheinbar geht das bei dir nicht. Lass mich mal kurz in Ruhe. Wow. Wow. Ach. So. Woran bin ich denn jetzt hängen geblieben? Ich hab gesprungen, verdammt noch eins. Könntest du bitte zaubern, wenn ich sage zaubern? Danke. Infernalischer Prälatenstab. Das hört sich recht heftig an. Ein gewaltiger Hammer im Design einer Feuerbrunst, die bevorzugte Waffe der Feuermönch-Prälaten. Das Gewicht steht symbolisch für die Last der Verantwortung auf ihren Schultern. Der Kopf des Hammers ist ausgesprochen massiv und starke Angriffe schleudern Gegner in die Luft. Talent, Ansturm des Prälaten. Rammt die Waffe in den Boden, um eine Feuerbrunst zu entfachen und schwimmt dann los. Halten, um den Ansturm fortzusetzen. 45 Stärke. Okay, ich meine, das Ding sah auch ziemlich ziemlich schwer aus, von daher sollte ich mich darüber vielleicht nicht unbedingt beschweren. Objekt voraus. Zeit für dieses Abrollen. Handbuch des Rüstungsschmieds. Ah, bleib ruhig. Das ist kein echter Gegner? Wow. Ah, diese erbärmlichen Narren. Sie werden mich nie finden. Wertvolles Objekt voraus, daher springen. Okay, da ist tatsächlich was. Kein Objekt vor. Ah, diese erbärmlichen Narren. Irgendjemand ist hier. Und hält sich versteckt. Sie werden mich nie finden. Wer spricht denn hier die ganze Zeit? Feuriger Skorpionstalisman. Du? Hey, ich werde überleben. Das schwöre ich. Bald bin ich zurück im Haus Vulkan. Okay. Es muss er gewesen sein, der hier gesprochen hat. Wahrscheinlich ist er derjenige gewesen, der diesen Skorpionstalisman da hinten geklaut hat. Aber den habe ich ja jetzt schon zweimal, oder? Nein, das ist ein anderer. Ah, da gibt's für verschiedene an. Okay, okay, hab's verstanden.
was die da oben aber alle getötet hat. War das dieser Prälat da? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der das im Alleingang hingekriegt hätte. Soll ich es denn jetzt noch versuchen, mich mit dem Magma-Lindwurm anzulegen? Na komm, einen Versuch machen. Moment, das war's nicht. Bevor ich das mache, geben wir nochmal meine Runen aus. Es reicht zwar so nicht direkt für einen Aufstieg, aber ich habe ja noch jede Menge gesammelt. Ich brauche 6000. Etwas über 6000. Okay. Wie viel bringt so eine? 400. Okay. Auswahl nutzen. Ich mal 10 nehme, sind das 4000, also 10. Und dann die hier noch. Ah, im Moment, jetzt habe ich von irgendwoher welche bekommen. Leben. Okay, diese Ritter sind scheinbar keine Freunde von den Feuermönchen. Das ist gut zu wissen. Jetzt haben wir nämlich schon zwei Orte gefunden, wo die gegeneinander kämpfen. Was herbeirufen. Kann ich das hier oben echt nicht machen? Oh mein Gott. Okay. Das war dein Rundumangriff. Hat viel Leben, aber das ist nicht schlimm. Muss nur nicht getroffen werden.
dann passt das. Oh, ich war im Sprung. Was soll denn diese Scheiße? Wertloses Dreckspferd. Einmal weniger schlagen. Dafür springen. Okay, idealerweise nicht so weit darunter. Ah, jetzt ist er zu weit weg. Ich hab gesagt, Waffe wechseln. Oh mein Gott, willst du mich eigentlich verarschen? Sturmwind, du bist ein wertloses Drecksviech. Ah, ja, Phase 2. Phase 2 war aber eigentlich ein... Nicht in den brennenden Boden reinlaufen. Oh mein Gott, echt jetzt? Du hast zu viel Leben, mein Lieber. Oder eine zu große Rüstung. Phase 2 ist kein Problem. Er ist nur enorm zäh. Oh, echt jetzt? Komm schon. Die Hitbox von dieser Scheiße ist ja absolut zum Kotzen.
Ich bin kilometerweit von diesem beschissenen Schlag weg. So, geht tot. Und ein Drachenherz. Eine neue Kraft ist in der Kathedrale der Drachen verfügbar. Okay. Hineinstürmen versuchen und dann alter Mann voraus. Also da drin ist auf jeden Fall irgendetwas. Habe ich denn noch von den Dingern, die mir helfen, ihn zu heilen? Ja. Einmal noch. So, dann machen wir es doch folgendermaßen. Ich mache die jetzt mal da rein. So. Eine goldene Rune 3. Okay. Eine goldene Rune 5, okay. Da liegt auch noch mal was, okay. Schwellender Schmetterling. Hineinstürmen und dann alter Mann. Schon. Oh, da sind noch Gegner. Okay. Was sind denn das für welche? Ach, das sind nur Halbmenschen. Halbmenschen mit Bomben. Okay. Oder sind das diese Vulkan... Das sind diese Vulkangesteine. Okay. Oh, nimm's doch jetzt! Mehr goldene Runen. Das hier. Noch eine goldene Rune. Ha. Die Kleinen kaputt machen. Kamera, benimm dich mal bitte. Schrottschild. Ja, das brauche ich zu diesem Zeitpunkt dann auch natürlich noch. Was ist denn das hier? Auslocken versuchen.
Okay, verstehe ich gerade nicht. Gehen wir uns mal diese Hütte da oben anschauen. Einsiedlerhütte. Gibt es hier oben vielleicht irgendwo einen Ort der Gnade? Es würde für mich Sinn machen. Oh, könntest du mal bitte nicht mit jedem einzelnen Angriff verfehlen? Ein großer Bär. Na toll. Na toll. Also gut, ich will in der Lava noch mal ganz kurz gucken. Ob es da oben drin irgendetwas gibt. Nein, tut es nicht. Okay, das hätte ich gleich bestätigen können. Na gut, versuchen wir es gegen den Bären. Aber nicht ohne ausreichend magische Unterstützung. Willst du mich jetzt hier eigentlich verarschen, du Drecksviech? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Scheiß bitte unterlassen. Das ist so billig. Friss jetzt, Sturmwind, du blödes Viech. Finde ich so bescheuert. Dieses billige, oh ja, ich kann sofort hinter dich gehen und wieder nach vorne gehen. Das ist Bullshit. Hindernisse existieren für den Spieler, nicht für die Gegner. Heil dich doch. Der Angriff war eindeutig über mich drüber. Fick dich, du hässliches Drecksviech. Ich werde doch mal wieder von vorne bis hinten verarscht. Ich hasse Bären in diesem Spiel. Allesamt. Na gut, egal. Wir haben den Magma-Lindwurm besiegt.
Wir haben einen coolen Hammer bekommen, auch wenn ich nicht glaube, dass wir den tatsächlich verwenden werden. Ich würde sagen, an dieser Stelle habe ich mir eine Pause verdient. Das war's für heute mit Elden Ring. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.